Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu Assetto Corsa Competizione. Wir sind unterwegs in der Version 0.2.1, kurz bevor die dritte Early Access Phase kommt. Die wird dann nicht nur den BMW M6 GT3 beinhalten, sondern auch darüber hinaus die dritte Strecke mittlerweile dann im Paket, nämlich Paul Ricard. Da kann man ja hier ganz kurz mal schauen. Genau, hier Circuit Paul Ricard. Und bis jetzt hat man die Misano-Strecke und darüber hinaus den Nürburgring. Das war in der ersten Stufe dabei. Und darüber hinaus natürlich auch noch zwei Fahrzeuge, den Lamborghini Huracan GT3 und den Bentley Continental GT3. Ja, und das sind die beiden Fahrzeuge, die es bis jetzt zu fahren gibt. Jetzt kommt halt die neue Early Access Stufe, aber ich habe mir gedacht, hey, ich habe zur zweiten Stufe kein Video gemacht. Zur ersten Stufe habe ich dann einen Livestream gemacht, der so ein bisschen negativ dadurch gefärbt wurde, dass ich eben ein technisches Problem hatte. Und deswegen habe ich mir überlegt, hey, ich mache jetzt einfach nochmal ein neues Video und zeige euch mal so ein bisschen, was Assetto Corsa Competizione bis jetzt so drauf hat. Das Spiel ist noch in der Early Access Phase, sieht man auch sehr gut hier rechts oben. Deswegen hier und da gibt es auch nochmal so ein paar kleine Schnitzer. Ich würde einfach sagen, wir starten die Session. Ja, und es gibt zum einen die Nachtfahrt, es gibt auch Fahrt im Regen. Wir fahren jetzt allerdings erstmal ganz, ganz kurz hier im Trockenen und bei Tag und fahren uns erstmal zwei, drei Ründchen ein. Wir gucken aber mal ganz kurz ins Setup-Menü. Und ich entscheide mich hier bewusst für den Huracan GT3 hier auf der Strecke in Misano, denn ich finde, in Misano ist tatsächlich der Bentley ein bisschen unangenehm zu fahren. Der ist mir ein bisschen zu untersteuernd. Und ich kenne die Strecke insbesondere durch MotoGP. Ich mache mal hier das ABS mal ein bisschen runter. Ich kenne die Strecke durch MotoGP und kann schon mal sagen, es ist natürlich was anderes, sie im GT3 zu fahren. Allerdings steht der GT3-Wagen so ein bisschen zwischen Formel-Auto und MotoGP-Bikes. Kann ja auch ein bisschen später erklären, was ich genau damit meine. So, ich finde hier zum Beispiel die Aero-Darstellung sehr, sehr geil. So, habe mich aber noch so gut wie gar nicht mit den Setups beschäftigt. Deswegen tue ich das jetzt auch mal gerade nicht. Was ist die Agenda für heute? Was ist der Plan für heute? Ich werde euch unter anderem mal jetzt ein paar Hotlaps zeigen hier in Misano. Zum einen im Trockenen. Ich werde euch jetzt ganz kurz mal die Strecke dann erläutern. Deswegen springen wir auch mal direkt ins Cockpit. Ich werde euch mal die Strecke erläutern. Ich werde auch später dann noch mal ein bisschen im Regen unterwegs sein. Dann gucken wir mal, wie viel Zeit wir denn schon auf der Uhr haben. Und vielleicht gehen wir dann noch mal mit dem Bentley entsprechend auf den Nürburgring. So, legen wir mal los. Eine Kleinigkeit, die mir hier in Misano auf jeden Fall auffällt, ist, dass die Kamera auf den Curbs so ein bisschen verwirrt ist. Also es kann gut und gerne passieren, dass die Kameraposition sich ja sehr stark verändert. Auch so finde ich, die Kamerakopfbewegung, die ist so ein bisschen zu stark in Assetto Corsa Competizione bislang. So, ich teste mal gleich das Force Feedback. So, und ich bin ein paar Proberunden gefahren. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine 1.33.4 war oder eine... Ja, nee, Moment. Ich glaube, das war sogar mit vollem Tank. Ja, dann müsste es, glaube ich, im 37er-Bereich gewesen sein, irgendwas. Ja, so wahnsinnig viel Zeit hatte ich halt auch nicht, mich in ACC groß einzuspielen. Ich habe letztens ein GT3 24-Stunden-Rennen ja in Spa gehabt, was wir da gefahren sind. Verlinke ich euch auch gerne mal in der Infobox rechts oben. Aber ansonsten kann man sagen, in ACC, da fühlen sich die GT3-Autos vertraut, dann aber schon ein bisschen anders. So, jetzt mache ich nochmal eine etwas langsamere Runde und erkläre mal die Strecke so ein bisschen. Vielleicht ab jetzt tatsächlich schon mal. So, eine schnelle Rechtskurve, die kann man hier voll nehmen. Dann noch eine schnelle Rechtskurve. Lasst euch nach außen tragen, denn ihr bremst dann direkt für die nächste Rechtskurve an. Da könnt ihr auch den Apex erwischen. Ich fahre mal ein bisschen langsamer durch. So, dann 180-Grad-Kurve. Da müsst ihr halt nach der dritten Rechtskurve, also nach der dritten schnellen Rechtskurve, schön vom Gas gehen, schön anbremsen. So, dann außen hier die Kurve dann anfahren, in den Apex erwischen, außen raustragen lassen und hier ungefähr, wo der Curb anfängt, wieder anbremsen. Links leicht über den Curb. Ja, und jetzt bin ich rechts ein bisschen zu weit rausgekommen. Ansonsten, Kurve 1 könnt ihr dann entsprechend oder für Kurve 1 kurz vorm 50 Meter Schild anbremsen. Ich würde mich hier relativ mittig leicht rechts halten. So, und hier der Huracan, das merkt man, der hat ein bisschen übersteuern.
Und hier kann man auch relativ früh raus beschleunigen in der Rechtskurve. Man muss allerdings aufpassen, tatsächlich, dass man da nicht komplett voll durchrusht. Das geht nämlich im Standard-Setup zumindest nicht. Die Doppelrechts hier sehr, sehr weit dann rechts halten für diese Linkskurve. Dann viel Schwung hier mit rausnehmen. So, die Bremspunkte, die werde ich auch ein bisschen in den schnellen Runden nochmal näher erläutern. Und hier aufpassen, denn hier hat man sehr viel Untersteuern. Und das ist so eine recht kritische Kurve auch mit dem Bentley. Ungefähr beim 100-Meter-Schild anbremsen. Einigermaßen früh wieder raus, Beschleunigung. Und jetzt hat man wieder so eine Kurve, wo man sich schön reinbremsen kann. Am ersten Apex ungefähr bremsen, ein bisschen früher vielleicht sogar. Und hier, zack, das ist eine sehr undurchschaubare Kurve. Früh wieder aufs Gas gehen. So, und jetzt sind wir quasi da, wo wir vorhin waren. Erste Kurve, erste Rechtskurve vollnehmen. Bei der zweiten sich weit nach außen tragen lassen. So, und das ist diese Kamerabewegung, die ich meinte. Huiuiui. Ich glaube, ich muss ein bisschen auf die Reifentemperatur achten. So, und dann fahren wir mal eine Hotlap. Hör mal gucken, also mit einer 37er-Zeit wäre ich happy. Ich glaube, wir haben auch viel Sprit dabei, wenn mich nicht alles täuscht. Mal die TCS auch ein bisschen runtergestellt. So, und das ist halt die Kamerabewegung. Die ist meiner Meinung nach ein bisschen zu stark. Kommt zu viel Bewegung rein. Boah. Ja, ich muss sagen, irgendwie fühlt sich der Huracan gerade sehr, sehr unruhig, sehr unangenehm an. So, hier am Ende des roten Curbs bremsen. Weit wieder rauskommen. Ja, ich fahre das hier gerade so ein bisschen zu extrem, aber wir konnten trotzdem guten Schwung mit rausnehmen. Wir sind schon bei der 1,39er Zeit jetzt gerade. Hier auch sauber durchgekommen. Für solche Kurven ist der Huracan natürlich perfekt. Da kann man natürlich setupmäßig auch einiges machen, damit alle Autos ähnlich fahrbar sind, denke ich. Aber so an für sich fand ich halt jetzt den Huracan für Misano ein bisschen angenehmer. Uiuiui. Ich glaube, ich habe es bei der Einleitung so ein bisschen angeführt, aber nicht zu Ende gebracht. Es gibt nicht nur den M6 jetzt, der frisch rauskommt. Auch da wird es wahrscheinlich ein Video zu geben und einen kleinen Vergleich mal zwischen den verschiedenen Autos. Das wäre, glaube ich, auch mal ganz cool. Und Paul Ricard, sondern es kommt auch der Multiplayer hinzu. So, und jetzt hat man mal 5,5 Sekunden Delta. Ist damit im 1,38er Bereich. So, wenn ich das jetzt in Kurve 1 schaffe, die Kiste stillzuhalten, ja. Da kommt das Heck gerne mal. Ja, dann holt man direkt hier mal 3 Zehntel raus, obwohl ich ein bisschen neben der Linie war, die ich eigentlich möchte. Boah, hier war das furchtbar gerade. Ja, aus der Linkskurve musste viel Schwung mit rausnehmen, also deswegen. Wie die Doppelrechts ist es eigentlich fast egal. Da musst du die die Linkskurve danach sauber bekommen. Da würde ich sagen, fahren wir gleich nochmal eine dritte Runde. Ja, und hier habe ich, glaube ich, noch enorm viel Zeit liegen. Das Ding bei dieser Kurve ist, man könnte ja meinen, hey, vielleicht holst du da zusätzlich Zeit raus, wenn du so ein bisschen weiter außen anfährst und versuchst, da ein bisschen mehr Schwung mit rauszunehmen. Das Ding ist, auf der Geraden bist du dann ein bisschen schneller, aber du holst die Zeit auf der Geraden, oder zumindest ist es mein Erfahrungswert, du holst die Zeit auf der Geraden nicht wieder raus, die du verlierst quasi beim Kurveneingang. Und dementsprechend würde ich euch davon abraten, da wirklich so durchzufahren, dass ihr sehr, sehr viel Schwung mit auf die Gerade nehmen wollt. Denn ich glaube, insgesamt ist es die doch langsamere Methode. So, jetzt nochmal eine Runde.
Ich bin mal ruhig. Ah, ja, beim Kurvenausgang ein bisschen Zeit verloren. Da hätte ich ruhig ein bisschen mehr ans Limit gehen können, aber... Schauen wir mal weiter. Ja, die Kurve habe ich echt vorhin sehr gut bekommen. Das muss ich gerade an der Stelle mal sagen. So, und hier haben wir das, was ich meine. Ich glaube, ich bin hier jetzt ein bisschen enger gefahren. Und ihr seht, auch wenn ich hier gerade Zeit verliere über die Gerade, es gleicht sich halt bestenfalls aus. In der Runde habe ich die nicht mal richtig optimal bekommen. Da hätte ich früher rausbeschleunigen können. Aber ich bin happy. Eine 1,37,7 müsste es jetzt sein. Ne, 6 sogar. Nice. Ja. 37,4 ist auf jeden Fall möglich. Ich kann ja auch mal gerade ganz kurz ins Menü springen. Und dann werde ich auch einen kleinen Cut mal setzen. Ja, und da seht ihr dann auch gleich ganz kurz. Quit oder Restart? Damit ich ins Menü komme. Ich mache mal Restart, weil ich glaube, jetzt starten wir wieder auf der Strecke. Ja, um auch mal einen kurzen Überblick zu geben, das sieht man hier nämlich beim Setup, dass man mit 60 Litern, glaube ich, startet. Gut, 60 Liter, ja natürlich die Trockenreifen, klar. Aber das Ding ist halt, ja, ohne großartige Setup-Arbeit, da kann man auch nicht wirklich, glaube ich, an die 33,1 rankommen, was halt so die globale, die reale Bestzeit ist. Deswegen, Optimierungsbedarf herrscht auf jeden Fall, aber da kümmern wir uns mal in Zukunft drum. Jetzt erstmal schauen wir mal, wie die Strecke hier im Regen ausschaut und da gibt es einen kurzen Cut. So, wir sind unterwegs im leichten Regen. Light Rain ist die erste von 4 Regenoptionen. Wir haben außerdem Medium Rain, Heavy Rain und darüber hinaus noch die Storm-Einstellung. Da können wir auch nochmal schnell hingehen. Ich würde sagen, wir machen einfach mal mit jeder Einstellung ein, zwei kleine Ründchen. Green light. Go, go, go. Wir können auch zwischendurch natürlich mal die Strecke wechseln. So, und was ich gerade eben vergessen hatte, deswegen musste ich nochmal neu ansetzen, ist den Scheibenwischer anzumachen. So, deswegen fahren wir hier nochmal entsprechend mit der passenden Tastenbelegung. Ja, ich gehe auch ein bisschen mal mit der Traktionskontrolle runter und auch mit dem ABS, denn ich glaube, so unfassbar stark muss das Ganze nicht greifen. Das wäre jetzt natürlich lustig, wenn ich direkt irgendwo gegenknalle und man sich denkt, ja, Dave, hättest du mal angelassen. Ja, man kann auch den Scheibenwischer in 3 verschiedenen Geschwindigkeitsstufen einstellen. So, und ja, ich sollte ihn natürlich jetzt anmachen. Und so ein bisschen untersteuern merkt man sofort. Also du merkst sofort, das Ding untersteuert. Man muss auch ein bisschen Temperatur halt, glaube ich, in die Reifen erstmal kriegen. Wenn ich es richtig sehe, hatten wir keine Heizdecken drauf. Ja, in Formel 1 mag ich es ja. Sobald es regnet, fühle ich mich sehr wohl. Und vor allem bei so Bedingungen, kurz bevor es auf die Heavyweight-Reifen gehen sollte, fühle ich mich sehr wohl, wenn ich noch auf Inters bin. Ja, und hier muss man sagen, ich bin gerade auf TCR 6. Ihr habt es gerade gesehen, ich konnte super gut rausbeschleunigen. Also, das ist überhaupt kein Problem im Moment. Die Kurve geht auch noch voll. Ja, und hier das Anbremsen funktioniert auch noch wunderbar. Da bin ich mal jetzt drauf gespannt, was wir hier für eine Zeit fahren werden. Ja, und sobald der M6 halt da ist, da würde ich auch nochmal ein paar Fahrzeugvergleiche machen. So ein bisschen, wie die sich fahren, alle. Natürlich auch mal ein bisschen Zeitenvergleich machen und mal gucken, hey, wie schnell sind denn die jeweiligen Autos? So, wir haben 60 Liter Sprit getankt. Das sieht man auch rechts unten in der Anzeige, sehe ich gerade. So, ich glaube, ein bisschen früher muss man schon bremsen.
Hey, dieses heftige Oversteer ist aber raus, ne? Kann sein, dass die Reifen da hinten ein bisschen überhitzen, deswegen ich daher so ein bisschen Oversteer bekommen. Ja, ich glaube, wir müssten eigentlich noch auf den Trockenreifen unterwegs sein. Ich schaue da gleich nochmal nach, bevor wir dann auf die Medium Rain Condition wechseln. Und ich würde in einem Video die Tage auf jeden Fall auch nochmal den Bentley dann behandeln. Aber natürlich auch nochmal den M6. Ja, jetzt muss ich ein bisschen mehr aufpassen. Hat noch funktioniert. Ich gehe mal mit der TCS noch weiter runter. Oh, da merkt man schon so ein bisschen leichten Wheelspin. Ja, und dynamisches Wetter soll es im Hauptspiel, glaube ich, dann auch geben. Kommt dann auch irgendwann dazu. So, und 1.43.1. Fahren wir hier im ersten Umlauf. Ja, sieht okay aus. Etwa 5 bis 6 Sekunden Zeit hat uns das Ganze gekostet. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir mal direkt zu den Medium Rain Conditions. Ja, wir sind bei Medium Rain Condition unterwegs und wir hatten schon bei Light Rain tatsächlich die Wet-Reifen drauf. Da wäre auch mal ein kleiner Test, glaube ich, ganz cool, mal zu schauen, hey, kann man eventuell nochmal mit den Slick-Reifen im leichten Regen fahren? Jetzt haben wir eine etwas spätere Uhrzeit. Ich habe mal 20 Uhr eingestellt. Nicht den Morgen, sondern dann schon mal schön der Abend. 12 Stunden, glaube ich, verschoben. Nee, nicht ganz. Wir waren um 9 Uhr unterwegs. Ja, und dann würde ich sagen, legen wir nochmal los und fahren dann nach und nach in die Abenddämmerung. Und wir werden auch gleich nochmal eine Nachtfahrt erleben. So, jetzt Medium Rain. Da sollte man erwarten, dass wir doch schon so ein bisschen mehr Zeit verlieren, aber ja, mal sehen, wie groß ist denn der Zeitenunterschied von Light Rain zu Medium Rain? Also 5 Sekunden ist ja schon mal eine Hausmarke, 5,5 Sekunden, die wir gerade eben verloren haben. Aber man sieht, die Traktionskontrolle, die greift halt jetzt mittlerweile häufiger. Ich gehe mit der trotzdem noch mal ein bisschen runter, auch mit dem ABS. Ich glaube, 6 wird schon okay sein bei ABS. Ja, man merkt schon deutlich das Untersteuern hier und da. Was ich auch merke, ist, dass eventuell sogar die zweite Scheibenwischerstufe vonnöten wäre, weil sich da so ein paar Regentropfen sammeln. Ja, und Dynamic Weather war ausgegraut im Menü. Heißt, das wird dann auf jeden Fall kommen. Zumindest steht es auf dem Plan in der Agenda der Entwickler. So, Rechtskurve. Geht noch voll. Zweite Rechtskurve. Sollte man schon nicht mehr voll nehmen. Gut, hier kannst du natürlich außen theoretisch ohne Track Limits mega viel Schwung mitnehmen. Und die Haarnadel dann sehr angenehm fahren, wenn du da einen späten Scheitel fährst. Da steckt richtig viel Zeit drin, aber ja, wie gesagt, da musst du halt die Track Limits missachten für. So, und jetzt nochmal eine konzentrierte Runde. Aber man sieht hier und da auf jeden Fall auch so ein bisschen eine Pfützenbildung. Ist sehr schön, dass die strengen Laser gescannt sind. Dann weiß man auch ganz grob, wie die Höhenunterschiede sind, wo sich Pfützen bilden dürften. Ja, ihr werdet euch jetzt sicher auch fragen, hey, kann man auch eventuell mal richtige Rennen fahren? Ja, das geht.
Die KI war zumindest im ersten Bild noch lange nicht ausgereift. Da werde ich gerne mal einen Test machen, sobald die ein bisschen ausgereifter ist. Aber wie gesagt, der Online-Modus, zumindest der Simple-Multiplayer, kommt jetzt auch schon dazu. Ja, ein bisschen untersteuern, wo man es eigentlich nicht mag, aber wo man es scheinbar so ein bisschen ertragen muss. So, erste Rechtskurve. Problemlos voll. Eventuell ist das ABS noch zu stark eingestellt. Da könnte ich mich vielleicht noch ein bisschen besser in die Kurve reinbremsen. Naja, ich würde jetzt lachen, wenn ich schneller bin als im leichten Regen. Nee. Ja, gut. Nicht ganz schneller. Eine Sekunde verloren nochmal. Ja, dann gucken wir mal, wie es im starken Regen aussieht. Und da fahren wir jetzt auch mal schön mit Nachtbedingungen. Viel, viel Spaß. Ja, da sind wir nun. Anscheinend ändert sich auch das Setup so ein bisschen. Man hat ja hier bei den Setups zum einen ein Wet-Preset. Man hat allerdings auch andere Setups. Ich weiß jetzt nicht, was davor drin war. Vielleicht das Aggressive. Hat sich auf jeden Fall sehr aggressiv angefühlt, das Ganze. Aber das Wet-Preset Setup, das könnte natürlich auch dafür gesorgt haben, dass ich eben jetzt nicht mehr so ein krasses Übersteuern hatte. So, und jetzt fahren wir nochmal hier im starken Regen raus. Ja, ich glaube, die Strecke wird auch kühler, je mehr man... Oh, jetzt sind wir doch nicht bei Nacht unterwegs. Gut, das sehen wir uns für einen Sturm auf dann. Oh, und... Ja gut, lassen wir ihn mal auf Stufe 2 arbeiten. Ja, im stärkeren Regen, da brauchst du auch ein bisschen mehr Zeit, damit die Reifen halbwegs in so ein Fenster kommen. So ein Temperaturfenster kommen, wo sie auch arbeiten können. Ich gehe mal mit der Traktionskontrolle gehe ich nochmal auf 5. Das hat gerade eben ganz gut funktioniert mit dem ABS. Eieiei. Ja, jetzt kommt sowas dazu, was ich nicht so ganz mag. Das gibt's auch in Battlefield 5, was ich so ein bisschen an dem Spiel da kritisiere. Jetzt fragt man sich, ja, was haben Assetto Corsa Competizione und Battlefield 5 gemeinsam? Die Spiegelung auf der Strecke. Das wirkt für mich unnatürlich stark, die Spiegelung. Dadurch kann man manchmal Curbs nicht erkennen, manchmal Schilder nicht erkennen. So, es wird langsam rutschig, ja? Also mit einer niedrigeren Traktionskontrolle, mit weniger TCS, merke ich... okay, die geht schon mal nicht ganz voll. Man sollte echt hier unter aufpassen. Ja, aber dafür, dass ich hier lupfen musste, war eine Sekunde Zeitverlust auf Medium Rain, glaube ich, doch ganz gut. Ja, natürlich gewöhnt man sich auch an die Strecke. Ich glaube, wenn ich 3-4 Runden in Light Rain Conditions gefahren wäre, würde ich da wahrscheinlich auch nochmal eine Sekunde oder so mehr rausholen. Das sind halt jetzt meine ersten Runden im Regen, muss ich auch mal dazu sagen. So, let's go. Ja, eine Regenlinie soll sich dann später auch bilden im Hauptspiel. Das Ding ist aber... Ja, ich erkläre gleich mal den Kniff an der Regenlinie, falls ihr euch fragt, hey, warum fährst du jetzt auf der normalen Ideallinie. Das ergibt nämlich sehr viel Sinn. Boah, jetzt wird es aber echt teilweise richtig schwammig. Geht dann doch ein bisschen höher mit der Traktionskontrolle. Vielleicht auch nicht. Für die Kurve vielleicht. Ja, da war es gut. In der Rechtskurve bleibe ich auch mal in TCS 5 gerade. Ja, anders als in Assetto Corsa 1 ist es halt so, je niedriger die Zahl, desto schwächer auch die Traktionskontrolle. Bei AC ist es, glaube ich, so, dass 1 von, sagen wir mal, 12 die höchste Einstellung ist.
12 von 12 dann die zweitgeringste und off ist dann die geringste. Oh, und jetzt komme ich ein bisschen zu weit raus. Also da sieht man schon, wie deutlich man doch vom Gas gehen muss hier und da. Damit man da nicht aus den Kurven raus untersteuert. Ja, aber das sieht wunderbar aus. Ah, die Zeit. 1:46,8. Also, man verliert jetzt doch deutlich mehr Zeit nochmal. Nachdem ich von Light zu Medium nur eine Sekunde Zeit verloren hatte. Und auch hier gebe ich mir natürlich wieder nur einen Run, eine Chance. Deswegen, ich fahre hier zwar gerade im Hintergrund weiter, aber würde ich mal sagen, leite ich mal die Storm Conditions ein und wünsche schon mal viel, viel Spaß bei der Rutschfahrt jetzt gleich. Ja, Leute, 0 Uhr, stürmische Bedingungen. Das wird ein Heidenspaß. Kann ich jetzt schon mal sagen. So, oh, das Licht geht auch schon automatisch an tatsächlich. So, wo habe ich denn die Lichtbuttons hingelegt mir? Oh, ja, sehr schön. So, und hier lassen wir mal wirklich die Dingens voll arbeiten. Okay, Traktionskontrolle, ja, offene. Ja, garantiert. So, mit der ABS-Einstellung gehe ich trotzdem mal ein bisschen runter. So, das sind jetzt natürlich zusätzlich erschwerte Bedingungen, aber... Ah, so wechsle ich die Kameraansicht. Ja, ich kann auf jeden Fall sagen, es ist echt krass. Also... Ah, Kopf von hinten will ich das auch nochmal sehen. Ja, also wenn du bei diesen Bedingungen unterwegs bist, da untersteuerst du permanent und wenn du es nicht erwartest, rutschst du weg, übersteuerst du. Ja, da würde ich sagen, wechseln wir natürlich nochmal hier in die Cockpit-Sicht und fahren nochmal einen schönen Run. Ganz besonders vorsichtig sollte man hier beim Anbremsen sein. Das meine ich auch so zu 100% ernst. Denn insbesondere hier wird es dann sehr, sehr rutschig. Du hast an vielen Stellen Aquaplaning, da muss man enorm aufpassen. Da muss man auch ausloten, wo man doch lieber eine Pfütze meiden sollte. Da kannst du nicht sagen, jo, ich fahre einfach mal hier die Linie lang und auch da... Thema Regenlinie. Das Ding ist, eine Regenlinie bildet sich daher, dass es anfängt zu regnen, während schon ein bisschen Gummi auf der Strecke liegt. Und dieser Gummi, der auf der Strecke liegt, der ist dann... Oh, jetzt habe ich in eine Pfütze erwischt. Ja, ich werde mich wahrscheinlich ein bisschen häufiger drehen. Oh, das sah sehr schön aus, der Spray hinter uns. Ich werde mich ein bisschen häufiger drehen, kein Problem. Passiert. Ja, also eine Regenlinie bildet sich halt dadurch, dass eben in solchen Kurven, wo dann der ganze Gummi liegt, der Gummi eben rutschiger ist als die eigentlich saubere Strecke. Das ist auch unter anderem so ein Erklärungsversuch, warum zum Beispiel Max Verstappen 2016 in Brasilien in Kurve 3 außen fahren konnte, weil da natürlich kein Gummi lag. Jetzt muss ich enorm aufpassen. Ja, aber so viel auch dann zur Regenlinie. Wenn du eine komplett frische Strecke hast, ja, wenn da noch keine Runde gefahren wurde, so wie es jetzt bei uns hier mit dem Practice-Modus ist, dann kann da natürlich sich keine Regenlinie bilden, weil sich auch noch kein Gummi auf die Strecke gesetzt hat. Und schaut mal zum Beispiel die Monza Pole Lap von Hamilton 2017 an. Wie der da wirklich... Ja, schon aus der ersten Schikane heraus meidet, die eigentliche Ideallinie zu nutzen und die nur ganz, ganz kurz kreuzt.
Das sieht wirklich sehr, sehr seltsam aus, wie der aus der Kurve da rausfährt. Was für eine Linie der da wählt, ja. Aber das ist die Regenlinie. Also das ist wirklich sehr, sehr sinnvoll, das so zu machen. Und kann man auf jeden Fall sagen, Hut ab vor der Leistung, die auch Hamilton im Regen dann immer wieder zeigt, weil ich glaube, der hat jetzt die letzten 9 Regenrennen oder die letzten 9 Rennen, in denen es geregnet hat, gewonnen. Oh je. Oh, ich untersteuere hier permanent, aber wir entkommen wenigstens der einen Pfütze, die hier irgendwo lag. Oh, da innen ist ja auch eine. Ja, da geht es so ein bisschen tiefer. Da muss man aufpassen. Hier war, glaube ich, innen wieder eine Pfütze. Ja, Pfützen sind natürlich auch ein bisschen Gift. Die können natürlich auch nochmal so ein bisschen dafür sorgen, dass man eine andere Linie fahren sollte, aber insbesondere halt das mit dem Gummiabrieb sorgt halt dafür, dass du enorm aufpassen musst. Ja, und hier hat man es. Das sind so Bedingungen, da wird es kurz vor Rennabbruch sein. Und ich gebe mir nochmal eine Runde, damit wir auch nochmal eine Runde bei Nacht haben, noch eine weitere. Ja, hier hat man wirklich nochmal mehr als 10 Sekunden zum starken Regen an Zeit verloren. Also das sind, glaube ich, so Bedingungen, da wäre man kurz davor, das Rennen abzuwinken, zu sagen, hey, da pausieren wir mal. Das ist zwar nicht so schlimm wie Hagel bei einem 24-Stunden-Rennen, aber es geht schon so ein bisschen in dieselbe Richtung. Ja, ansonsten noch ein, zwei Worte. Eieiei. Zu ACC an sich, ich werde da auf jeden Fall auch nochmal mich im Forum anmelden und so ein bisschen mein Feedback hinzugeben. Ich finde zum Beispiel die Menüführung so ein bisschen an manchen Stellen schöner als in Assetto Corsa. Das ist dann sowas, wo man merkt, ja, das ist alles ein bisschen hübscher gestaltet dann beim zweiten Spiel. Da hat es auch einen schöneren Anstrich. Aber manchmal muss ich echt sagen, finde ich die Handhabung der Menüs echt anstrengend. Und deswegen würde ich mir da echt wünschen, dass da so ein bisschen noch was gemacht wird. So schön weit außen geblieben, Pfütze vermieden. Und man sieht's. Ich habe ungefähr eine Sekunde da in diesen zwei Kurven geholt. Ein bisschen zu weit innen angefahren und jetzt komm schon, Curb gemieden. Na, 2 Sekunden fast nochmal rausgeholt. 1,57,6. Boah, da gehe ich aber voll auf die Bremse. Ja, und das ist nochmal hier Misano bei Nacht gewesen. Die Nürburgring-GP-Strecke schauen wir uns auf jeden Fall auch nochmal an, aber als allernächstes werden wir uns dann, glaube ich, den M6 auf Paul Ricard anschauen. Dann nochmal mit dem Bentley entsprechend rübergehen auf den Nürburgring-GP-Kurs. Und ich freue mich eigentlich auch so ein bisschen auf den Bentley im Regen, denn ich glaube, der macht da sehr viel Spaß. Wobei, wenn ich das Untersteuern hier so sehe, mal gucken. Naja, für den Nürburgring werde ich das so ähnlich machen. Ich glaube, mit dem M6 werde ich es auch in etwa so machen, dass ich da in Paul Ricard halt so ein paar Ründchen fahre und dann von trocken nach und nach zu Regenwetter rüberspringe. Und dann werde ich auch so ein paar weitere Videos, glaube ich, mal machen. Wie zum Beispiel den Vergleich bei leichtem Regen zumindest, Slicks gegen Regenreifen. Und mal gucken, hey, kann man den da wirklich nochmal mit Slicks halbwegs mithalten? Ja, das wird bei einem dynamischen Wettersystem natürlich noch ein bisschen genauer ausgelotet werden müssen. Man muss sich da nochmal anschauen, okay, wie viel regnet es denn genau? Weil da ist es ja nicht direkt so nass, wie es bei leichtem Regen nass ist, sondern da wird es erst mal so nass. Aber das wird, glaube ich, sehr, sehr interessant werden. Und natürlich auch ein paar Fahrzeugvergleiche, mal gucken, hey, wie ist denn da der M6 im Vergleich zum Huracan, im Vergleich zum Bentley Continental und vielleicht auch mal so ein bisschen tatsächlich nach und nach an Zeiten zu fallen, die versuchen zu optimieren.
das werden wir auf jeden Fall nochmal in Zukunft, glaube ich, in Angriff nehmen. Ja, aber an der Stelle hoffe ich, ich konnte euch einen guten Überblick geben hier über den Huracan, über den Misano Circuit. Ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Ansonsten haut gerne ein Abo raus, wenn ihr neu auf dem Kanal seid und auch wenn nicht, dann bedanke ich mich trotzdem vielmals, dass ihr am Start wart und wünsche euch noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal dann bei ACC. Haut rein!